Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 4 unserer Soul Food Week, in der wir ein neues Bewusstsein für Essstörungen erschaffen und auch verbreiten bei uns hier im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich riesig, dass du heute hier mit dabei bist, ob es bei Instagram Live ist, ob es im Facebook Live Video ist oder auch später in der Aufzeichnung im Soul Food Journey Podcast. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit schenkst und dass du hier heute zuhörst, um entweder für dich Impulse mitzunehmen oder aber Impulse mitzunehmen, die du dann auch mit deinem Umfeld, mit all den Menschen um dich herum teilen kannst, damit sie dich auch ein Stückchen mehr verstehen. Denn immer wenn du dich ein bisschen mehr verstehst, wenn du dich ein bisschen mehr kennenlernst, fängst du an, das auch mit anderen teilen zu können. Und dann gibst du anderen Menschen auch die Möglichkeit, dich noch ein bisschen mehr zu verstehen und sich in dich hineinzufühlen. Heute sprechen wir über den vierten Mythos diese Woche. Und dieser Mythos, der besagt, und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir den sozialen Medien oder Social Media oder Germany's Next Topmodel oder wem auch immer eine Schuld zusprechen. Doch ich glaube, es ist wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen. Und sich zum Beispiel auch genau deshalb, weil es eben so viele Impulse von außen gibt, durch Social Media, durch eine steigende Flut von Inhalten und auch gerade Bildwelt natürlich hier bei Instagram. Ich glaube, dass es darum geht, zu verstehen und ein Bewusstsein dafür zu haben und zu verbreiten, dass Essstörungen nicht das Nacheifern eines Schönheitsideals von Frauen und auch von Männern ist. Essstörungen haben nichts damit zu tun, dass eine Frau oder ein Mann einfach nur sagt, ich möchte dünn sein. Hier ist auch wichtig, noch zu beachten und zu sagen, in den Geschichten, wenn du im Soul Food Journey Podcast aktiv dabei bist und ein paar Folgen gehört hast und vor allem auch die Reisen, die Journeys von ehemaligen oder auch aktuell betroffenen Personen, dann wirst du feststellen, dass es häufig einen Einstieg gab. Es gab häufig so einen Einstieg, wo ein Mensch realisiert hat, dass sich die Gedanken verstärkt um Essen, um Abnehmen, um Zunehmen drehen. Und das fängt im Bewusstsein manchmal oder auch häufiger mit einer Diät an. Doch das bedeutet nicht, dass eine Essstörung von innen betrachtet etwas mit ich will dünn sein zu tun hat. Ich möchte, dass du dir das wirklich bewusst machst und immer im Hinterkopf behältst, auch wenn du durch die Straßen gehst und irgendein Mädchen siehst, dass du sie nicht einfach nur abstempelst und dir denkst, ja, okay, die sollte mal wieder mehr essen. Sie kann nicht, wenn sie eine Essstörung hat. Eine Essstörung, und deswegen komme ich auch jetzt schon zu dem Punkt, was eigentlich dahinter steckt. Denn das ist so viel mehr. Eine Essstörung ist eine seelische Wunde, die jeder Mensch, ausgeschlossen von, unabhängig von Alter, von Geschlecht, von Herkunft, von Religion, von was auch immer, also komplett unabhängig, kann diese seelische Wunde jeder Mensch im Laufe seines Lebens entwickeln. Und deswegen kann sich auch in jedem Menschen ein Schutzprogramm namens Essstörung entwickeln. Und wenn du dich einfach mal umschaust in deinem Umfeld oder auch bei dir selbst, wenn du jetzt selbst nicht direkt betroffen bist, dann haben wir Verhaltensweisen an uns oder können uns auch dabei beobachten, dass wir bestimmte Dinge so wie abgespeichert haben, beziehungsweise auch abhängig sind. Und das können auch andere Dinge sein. Natürlich gibt es Dinge wie Alkohol, Drogen, doch auch Beziehungen oder auch Co-Abhängigkeiten. Also Menschen machen sich grundsätzlich sehr schnell von Dingen abhängig oder auch die eigene Meinung von der Bestätigung von außen abhängig zu machen. Das kennt auch so gut wie jeder Mensch in unterschiedlichen Situationen seines Lebens. Und deshalb kann auch jeder Mensch eine solche seelische Wunde, die sich über eine Essstörung ausdrückt, kann jeder Mensch haben. Die kann sich in jedem Menschen entwickeln, die kann sich früh entwickeln, die kann
früh da sein und nicht ausbrechen sozusagen, keinen seelischen Ausdruck suchen. Und dann tritt sie vielleicht mit Mitte 20 oder auch erst mit 30 oder 40 auf. Es gibt hier keine Regel. Es gibt hier keine Regel, die sagt, alle 14-jährigen Mädels entwickeln eine Essstörung und haben sie dann bis 25. Es gibt keine Regel. Eine Essstörung ist eine seelische, tief in dir liegende Wunde. Und diese seelische Wunde, die kann jeder Mensch tragen. Und der Ausdruck dessen, der ist individuell. Und bei manchen Menschen auf unserer oder auf unserem Planeten äußert sich diese seelische Wunde in Form einer Essstörung. Und genau deshalb und aus diesem Grund, was ich jetzt erzählt habe, sehe ich eine Essstörung heutzutage wirklich als einen seelischen Ausdruck, als einen Versuch, dir etwas zu sagen. Du sollst etwas hören, du sollst etwas sehen, du sollst etwas verstehen, was du lange höchstwahrscheinlich unterdrückt hast, nicht sehen wolltest, nicht fühlen wolltest und auch schon gar nicht drüber nachdenken oder dich damit beschäftigen wolltest. Doch genau darum geht es. Genau deshalb gibt es immer wieder diese Rufzeichen oder Rückfälle, damit du hinschaust. Es ist ein Weckruf. Es ist ein Ausdruck deines Inneren, das versucht dir etwas zu sagen. Und solange du wegschaust und nicht hinhörst, wird es sich immer wieder bei dir melden, wird es immer wieder versuchen, dich zu erreichen, bis du bereit bist, wirklich hinzuhören und in dich hineinzuschauen, dich mit dir im Inneren zu beschäftigen, um dich selber wieder kennenzulernen, verstehen zu lernen und wieder du selbst zu sein. Das alles steckt dahinter. Also bitte mach dir bewusst, für dich selbst und auch für andere Menschen auf der Straße, in deinem Umfeld, dass es nicht darum geht, dass ich einen Körper gesehen habe in der Zeitschrift, im Fernsehen und deswegen dünn sein möchte. Es ist so viel mehr als irgendein Nacheifern eines Schönheitsideals und das bei Frauen und bei Männern. Nicht nur Frauen. Denn es ist unabhängig von Geschlecht, von Alter, von Herkunft, von Religion. Es kann in jedem Menschen sein. In diesem Sinne wünsche ich dir heute einen ganz wundervollen Tag. Wir sehen uns morgen wieder oder hören uns im Podcast für den Mythos Nummer 5. Es geht auf jeden Fall spannend weiter, das kann ich dir versprechen. Es liegen noch drei interessante Mythen vor uns. Und ich freue mich, wenn du weiterhin dabei bist. Bis morgen und ein Hoch auf uns!